Leider fehlt hier irgendwie der Anfang, daher nochmal hallo und herzlich willkommen bei The Sims 4. Und ja, momentan backen wir gerade und machen danach einen Ausflug. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber das werden wir sehen. Sind die gut? Ja, weglegen, backen, willkommen in der Nachbarschaft. Oh, nette Nachbarn. Hallo. Alessia Coin, Lynn und Jane Coin. Lass dich vorstellen. Ach, wie nett. Lass dich vorstellen. Und Nachbarn hereinbitten. Ach, wie nett. Caro hat Richard in der Schule kennengelernt. Haben jetzt alle angesprochen? Das bin ich. Okay. Warum ist sie denn jetzt wütend? Ich hab doch Hallo gesagt. Lass uns doch alle zusammen reingehen. Okay. Oh, wie nett, Nachbarn. Kann ich dem Danke sagen? Hm. Das ist okay. Ich finde es toll, dass ja, so die Nachbarn vorbeikommen. Das ist nett. Tag verschönern. Wo rennt ihr hin? Ich dachte, wir unterhalten uns. Naja, gut. Jan ist ein Investor und Alessia ist Hausfrau. Lynn ist Polizistin. Und Alex ist weggelaufen. Da ist Alex. Oh, fang ich auch noch der Karriere. Karriere ist immer gut zu wissen. Fröhlich. Was ist die Karriere? Er arbeitet als Business. Ja, der gute alte Business. Ich dachte gerade, mit den flirten die, aber die flirten ja miteinander. Ich bin verheiratet. Fragen, ob sie Single ist. Starten wir durch. Warum nicht? Das war keine Anmache, ne? Ich wollte nur wissen, ob er Single ist. Nichts anderes. Sie. Es. Ja. Da muss ich kurz unterbrechen. Sorry, dass ich wieder diese Skype-Geräusche war. Erstens vergesse ich immer auszumachen und zweitens sage ich die Leute, die sollen ruhig sein und sie sind da nicht ruhig. Ja, ich werde jetzt nämlich angeschrieben und sobald ich aufnehme, geht's los. Ich verstehe es nicht. Warum willst du dir die Hände waschen? Unterhalte ich mit den Leuten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir unseren Nachbarn jetzt mal verabschieden. Ey, ist das wahr? Ich habe Skype jetzt oft beschäftigt gemacht und ich habe jetzt gerade trotzdem dieses Geräusch gehört. Oder bilde ich mir das jetzt schon ein? Das habe ich mir eingebildet oder so. Ja, schon so. Fata Morgana von Geräusch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Einbildung, ich weiß nicht, wie man das nennt. So, ich verabschiede jetzt mal die guten Nachbarn. Denn ich möchte gleich mit meiner Familie einen Ausflug machen. Das ist ja so der Plan heute. Haben wir den Kuchen jetzt gekriegt eigentlich? Wie kriege ich denn den Kuchen, den die mitbringen? Ich will den haben. Manu. Und, oh, unserem Gärtchen geht's gar nicht gut. Oh, unserem Gärtchen geht's gar nicht gut. Mach den Fernseher aus und kümmere dich um den Garten. So. Okay. Es müssten jetzt gleich die anderen beiden heimkommen. Was ist das? Das war nicht unser... Nichts mehr zum Ernten. Das war nicht unser gesamter Garten. Wir haben doch hier hinten noch. Bewässern, jäten, alles ernten. Bewässern nicht nur die Hälfte machst, Bürschchen. Ja, auf jeden Fall müssten gleich unsere anderen Familienmitglieder heimkommen. Und dann können wir den Ausflug wagen. So, sie arbeitet noch bis 17 Uhr, aber sie kommt um 15 Uhr heim. Das ist jetzt. Sie kann aufs Klo gehen und noch was zu Mittag essen. Und ein bisschen entspannen. So, du kannst, wenn du heimkommst, auch aufs Klo gehen und was essen. Ja, das kann ich jetzt noch nicht auswählen, aber du darfst dann auf jeden Fall was essen. Warum ist deine Pfütze
Hat er jetzt innen reingegossen oder was? Ich stell gar keine Fragen. Okay, bis 17 Uhr müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis die Mutter heimkommt und wir dann den Ausflug machen können. Ich weiß noch nicht wohin, aber auf jeden Fall wird es schön. Vielleicht gehen wir in dieses Kino da. Ich weiß nicht. Mal gucken, was wir so alles auf der Karte finden, was ich so alles da platziert habe, was ich schon gar nicht mehr selber weiß. Wir werden es sehen. So, Nina ist nach Hause gekommen. Hör auf. Dann lassen wir sie mal aufs Klo gehen. Nimm dir was zu essen. Das können wir verkaufen, weil das brauchen wir ja nicht. Die sind hübsch sogar. Schön. Das tun wir da rein. So, das verkaufen wir. Dann kannst du was essen, auch ein bisschen den Kanal gucken. Wir wollen ja mit guter Laune und satt den Ausflug antreten. Du kannst jetzt noch ein bisschen deine Hausaufgaben machen, bis deine Eltern fertig sind. Was machst denn du da? Du sollst was essen, Schatz. Hier. Iss mal das. Und guck den Kanal. Schelmfähigkeit, um Gottes Willen. So, okay, dann esst ihr mal. Du musst dann noch aufs Klo und dann können wir den Ausflug auch schon starten. So, aufräumen. Du isst noch schnell auf und dann geht's los. So, okay. Warum bist du traurig? Familiensehnsucht, ja, die ist doch jetzt da. So, du setzt dich da hin. Das warten wir noch ganz, ganz kurz. Setz dich dahin, bis die Tochter fertig ist. Kannst du mal da bleiben? So, jetzt ist sie fertig. Alles klar. So, komm her. Und jetzt werden wir reisen mit... Nein, nicht mit mir. Mit der Familie. Schwupp. Oh, wir sind nicht so gut. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen mehr plaudern mit unserem Ehemann. So, und jetzt reisen wir. Wir könnten ins Wellness Center, aber das möchte ich jetzt gar nicht. Vielleicht nach Oasis Springs. Die Kirche wäre jetzt ein bisschen doof. Das Museum, Nachtclub, Fitness Center. Bar ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste für ein Kind. Ein Schwimmbad wäre eigentlich eine gute Idee, oder? Oder in den Park, aber das ist der Western Park. Westernpark oder Schwimmbad? Ich glaube, wir gehen in den Westernpark. Der ist ziemlich cool. Oh mein Gott, also mein... Dieser Ansteckerding, ne? Also dieses Ansteckerding von meinem Kopfhörer ist kaputt. Und immer wenn ich da ein bisschen hinkomme, also ein bisschen am Kabel ziehe oder so, oder sonst irgendwas tue, dann rauscht es und geht kaputt. Und ich muss immer rumeiern, damit ich auf beiden Ohren zu hören bin. Es ist super nervig. Aber offenbar habe ich da einmal zu fest, irgendwie bin ich festgehangen und habe das abgerissen. Jetzt ist es kaputt. Wer steht hier? Ach so, das ist unsere Tochter. Mein Gott. Ja, das ist der Westernpark. Hier ist so ein cooler Zug, den finde ich voll stylisch. Und ja, also es ist richtig cool hier. Man kann hier essen. Hier ist so ein Boot für Kinder. Hier ist eine richtig coole offene Bar. Hier kann man klettern und so. Und hier hätte ich übrigens irgendwie so Betten reingemacht oder so. Also ich persönlich jetzt, aber ist ja ein Park und kein Club. Da, wer ist denn da? Felix und Mia, ich glaube es ja. Felix und mir. ja, hier liegt Tim Weken. Das ist ein Obdachloser. So wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich den erstellt habe. Ich glaube nicht. Hier gibt es Toiletten und hier ist zum Heiraten. Ganz nett. Finde ich auf jeden Fall schön gestaltet. So, wir sind aber hier, um eine schöne Zeit zu verbringen. Deshalb werden wir uns jetzt mal hier hinsetzen. Und setz dich auch dahin. Während die Kleine hier ein bisschen Pirat spielt. Ich spule mal ein bisschen vor. Warum spielt er eigentlich nicht zusammen? Und dann warten wir mal, dass da eine Kellnerin kommt. Kannst du bitte das nicht machen? Das ist voll eklig. Setz dich hin. So. Zuneigung ausdrücken.
Tratschen. Also unterhaltet euch mal schön, weil euer Balken, ja, Chilo Penire Baima. So groß. Bin verherb? Mia ist verdammt wütend. Wie es aussieht. Geht sie jetzt wütend nach Hause? Wer kommt denn da alles? Der ist nicht von mir erstellt. Der auch nicht. Die ist von mir erstellt. Der nicht. Die ist von mir erstellt. Die auch. Der Junge nicht. Der ist auch nicht von mir erstellt. Der schon, glaube ich. Also ich weiß es immer nicht so ganz. Aber es ist auf jeden Fall spannend, mal zu gucken. So, sie spielt der Pirat. Es wäre ganz nice, wenn hier mal irgendjemand kommt. Kann die Kleine mal da oben irgendwas machen? Gute? Ja. Zarb Samso, Quink. Quink, aber... Das ist eine voll gruselige Stimme, wenn ich das so sagen darf. Bonza Chow, Trigger. Ja, super. Los, Ute, mach irgendwas Spannendes. Ute, geh nicht nur rum. Mann, Ute. Okay, jetzt ist schon Abend, 21 Uhr. Was machst du? Seeungeheuer spielen, das ist super süß. Aber eigentlich sollst du mit deiner Frau dich unterhalten. So, also jetzt unterhalte ich mal bitte mit ihr. Froba choosen. Snorbs. Genau, ich möchte, dass euer Balken, ja, euer Verständnis, Freundesbalken mal wieder hochgeht. Skuma. Frooch. Ihre Stimme ist voll gruselig. Buena Fuin. Aber sie ist trotzdem. Oh, Zagu Warba. Ist trotzdem. Okay, wir müssen jetzt bald mal nach Hause. Es ist schon spät. Ich weiß nicht, warum hier keiner hier nach hinten mal kommt. Was steht denn hier alles? Luisa Bach, die habe ich, glaube ich, erstellt. Das ist auf jeden Fall eine erstellte von mir. Clara ist Ärztin. Das ist Jay. Die habe ich auf jeden Fall erstellt. Die finde ich süß. Valentino Gatto? Weiß ich nicht. Von Koba? Kann gut sein. Ist schon länger her. Ah, so, so. Gehst du bitte nicht mit dem komischen Typen? Freundlich vorstellen. Was konnte ich da gerade machen? Keine Ahnung. Oh, Nina und Louis sind soeben beste Freunde geworden. Guck mal, die kommt sogar zu uns rüber, wenn wir mit der uns unterhalten wollen. Wie nett. Ich will nur Hallo sagen. Kannst du dir jetzt mal bitte Hallo sagen? Kannst du den Obdachlosen bitte lassen? Und ihr hier Hallo sagen? Oh, er ist Mann, das tut mir doch leid. Ja, wir müssen hier nämlich Sims kennenlernen. So, jetzt lässt du sie aber mal stehen. Wir werden jetzt nach Hause gehen. So. Ja, alles in der Nähe ist. Und los geht's. Schwuppdiwupp. Hier. Ab nach Hause. Dum. Dum, dum, dum. Und dann werde ich den Part auch schon wieder beenden. Und im nächsten werden wir uns dann wieder in einer unserer Hauptfamilien wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Entschuldige mich nochmal für das Skype-Geräusch. Immer mal wieder. Und wer zur Hölle ist das? Und ja, so. Schlafen. Schlafen. Und schlafen. Oh, ganz schön spät. Unter der Woche. Gut. Danke fürs Dabeisein und tschüss.